Herzlich willkommen zu diesem Slidecast. Dieser Slidecast stellt Ihnen das Prinzip der Kreuzpreiselastizität vor. Sie lernen im Folgenden den Begriff der Kreuzpreiselastizität kennen sowie seine Bedeutung. Darüber hinaus wird die grafische Darstellung der Kreuzpreiselastizität erläutert und wir zeigen Ihnen, wie man Kreuzpreiselastizitäten berechnet. Unter der Kreuzpreiselastizität versteht man ein Maß, das die Veränderung der Nachfrage an einem Markt beschreibt, wenn auf einem anderen Markt die Preiserhöhung zu einer veränderten Nachfrage führt. Dies ist immer dann der Fall, wenn Märkte miteinander verbunden sind. Einerseits können sich Produkte gegenseitig ersetzen, man spricht in diesem Fall von Substitutionsgütern. Das heißt, sinkt die Nachfrage nach einem Produkt, dann steigt die Nachfrage nach dem Substitut. Wenn beispielsweise der Preis für Croissants steigt, kaufen die Kunden des Bäckers weniger Croissants, dafür greifen sie zu einem Ersatz- bzw. Substitutionsprodukt und kaufen stattdessen gegebenenfalls mehr Brezeln. Andererseits können sich Produkte auch gegenseitig ergänzen. In diesem Fall spricht man von komplementären Gütern. Das bedeutet, dass eine sinkende Nachfrage nach dem einen Produkt auch eine sinkende Nachfrage nach dem anderen Produkt bewirkt. Wenn aufgrund einer Preiserhöhung weniger Croissants gekauft werden, dann wird unter der Annahme, dass viele Kunden ihre Croissants mit Marmelade essen, auch weniger Marmelade gekauft. Um die Kreuzpreiselastizität zu veranschaulichen, betrachten wir einen Markt mit hoher Preiselastizität. Die Preiserhöhung führt also zu einem nennenswerten Rückgang der nachgefragten Menge, der durch die Bewegung auf der Kurve dargestellt wird. Nehmen wir an, dies ist der Markt für Croissants. Die Veränderung auf diesem Markt hat Auswirkungen auf den Markt eines Substitutes, beispielsweise auf den Markt für Laugenbrezel. Hier wird nun die nachgefragte Menge erhöht, ohne dass hier eine Preisänderung stattgefunden hat. Dieser Sachverhalt lässt sich grafisch durch eine Veränderung der Lageparameter der Nachfragekurve darstellen. Die nachgefragte Menge steigt. Statt einer Bewegung auf der Kurve bewegt sich hier die Kurve an sich, und zwar nach rechts. Wir wollen nun das Zusammenspiel der beiden Märkte in einer Grafik verdeutlichen. An der Y-Achse tragen wir den Preis der Croissants ab und an der X-Achse die Menge der nachgefragten Laugenbrezel. Auf diese Weise bilden wir die Nachfrage nach Brezel in Abhängigkeit vom Preis der Croissants ab. Steigt der Preis von Croissants, so steigt die nachgefragte Menge an Brezeln. Zu einem Croissantpreis P1 wurden vergleichsweise wenig Brezeln nachgefragt. Es ergibt sich eine Menge von Q1. Bei einem Croissantpreis P2 erhöht sich die Nachfrage nach Brezeln auf Q2. Und was passiert nun auf dem Markt eines Komplementärguts? Auch hier betrachten wir wieder den Markt für Croissants. Da Croissants oft mit Marmelade gegessen werden, gehen wir davon aus, dass die sinkende Nachfrage nach Croissants auch eine sinkende Nachfrage nach Marmelade verursacht. Die Nachfragekurve des Marmeladenmarkts verschiebt sich daher, diesmal in die andere Richtung. Auch dieses Zusammenspiel von zwei Märkten wollen wir zur Veranschaulichung in einer Grafik darstellen. Den Preis für Croissants tragen wir dazu an der Y-Achse ab, die Menge an nachgefragter Marmelade an der X-Achse. Die Nachfragekurve der Marmelade fällt in Abhängigkeit vom Croissantpreis. So wird zu einem niedrigen Croissantpreis von P1 die Menge Q1 an Marmelade nachgefragt und zu einem hohen Croissantpreis P2 wird nur noch die Menge Q2 an Marmelade nachgefragt. Berechnet wird die Kreuzpreiselastizität als Quotient der relativen Mengenänderung des Produkts B und der relativen Preisänderung des Produktes A. Ist dieser Elastizitätskoeffizient größer als 0, handelt es sich bei den Produkten A und B um Substitutionsgüter. Ergibt sich ein Elastizitätskoeffizient von 0, sind die beiden Produkte nicht verbunden. Ein Elastizitätskoeffizient, der kleiner als 0 ist, ergibt sich bei Komplementärgütern. Wieder nehmen wir an, dass die Preise von Croissants unseres Produktes A von 80 Cent in T1 auf 90 Cent in T2 steigen. Diese Preiserhöhung bewirkt einen Anstieg der Nachfrage nach Laugenbrezeln Produkt B von 250 auf 300 Brezeln. Wir berechnen die relative Mengenänderung auf dem Brezelmarkt und die relative Preisänderung auf dem Croissantmarkt und es ergibt sich eine Kreuzpreiselastizität von 1,60. Bei den beiden Produkten handelt es sich also um Substitute. Betrachten wir nun die Reaktion des Marktes für Marmelade bei der Preisänderung von Croissants. Hier sinkt die Nachfrage von 300 auf 250 Marmeladengläser. Wir berechnen wieder die relative Mengen- und Preisänderung auf den entsprechenden Märkten und es ergibt sich eine Kreuzpreiselastizität von -1,33. Es handelt sich demnach um komplementäre Güter. Sie wissen nun, was eine Kreuzpreiselastizität ist, wie Sie diese grafisch abbilden und wie Sie diese berechnen.